So, Frau Jennecke, Sie haben heute oder morgen das Vergnügen, ich weiß es gerade gar nicht so genau, heute das Vergnügen, etwas über internationale Strategien von universitären Departments zu erzählen. Und da steige ich quasi direkt mal ein. Was sind denn überhaupt diese Strategien, die an einer Hochschule wichtig sind? Das hängt ganz stark tatsächlich von der Hochschule ab. Also es gibt ja nicht so eine One-Fits-All-Strategie. Es hängt tatsächlich davon ab, wer ist die Zielgruppe der Hochschuleinrichtung. Da gibt es ja zum Beispiel in Deutschland dann eben die Fachhochschulen und die Universitäten. Das macht schon mal einen Unterschied, ob man jetzt sehr stark auf Forschung fokussiert ist oder auf die Ausbildung. Das sind Unterschiede. Dann hängt es auch ganz stark davon ab, wo ist die Universität oder die Fachhochschule regional verankert. Also man kann ja gucken bei internationalen Strategien, wenn man sich jetzt sozusagen auf den regionalen Bereich fokussieren, dass man sagt, okay, was sind unsere Nachbarländer? Können wir da grenzübergreifend was machen oder wollen wir in eine ganz andere Richtung? Asien war ja ganz lange da im Fokus. Jetzt ist es so ein bisschen Afrika, Lateinamerika. Da muss man tatsächlich gucken, auch wo steht die Einrichtung? Was gibt es da für Voraussetzungen regional und auch eben von der Zielgruppe her? Wie sieht das selber bei Ihnen an der Universität in Hamburg aus? Welche Strategien verfolgen Sie dort? Ich bin jetzt nicht mehr an der Universität tätig, war da aber sehr lange und habe da eben auch im internationalen Bereich gearbeitet und da war zum einen der Bereich eben tatsächlich regional zu schauen. Also Hamburg liegt ja vergleichsweise dicht zum Beispiel an der dänischen Grenze. Ja. Also vergleichsweise dicht. Ja. Und da gibt es eben zum Beispiel die Tendenz zu sagen, okay, so ein Nordverbund mit Dänemark, Schweden zu machen, dass man so da regional sich verankert. Und dann gab es da auch den Trend Richtung China. Es gibt da zum Beispiel ein großes Projekt, das war eine europäisch-chinesische Rechtshochschule, die in China aufgebaut wurde mit einem europäischen Konsortium. Es gibt im Bereich Klimaforschung Verbindungen nach China. Das sind so die beiden wesentlichen Stoßrichtungen. Und es ist ja immer schön, über Strategien zu reden. Die Frage ist aber natürlich am Ende, wie finde ich jetzt raus, dass eine Strategie auch erfolgreich war? Das heißt, Strategiepaper liegt in der Ecke im Zweifelsfall und man weiß am Ende gar nicht, was haben wir erreicht. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Was Sie nicht vergessen dürfen bei der Strategieentwicklung, ist eben auch Indikatoren zu bestimmen, woran Sie sich später messen lassen wollen. Und insofern reicht es eben nicht, eine Strategie zu machen, wo man sagt, okay, wir wollen dies und das und jenes und irgendwie schwammig soll es in die Richtung gehen. Wir wollen irgendwie Fuß fassen in China beispielsweise, sondern man muss auch tatsächlich sagen, was sind später die Kennzahlen, die Indikatoren, woran wollen wir uns messen lassen? Und dann haben Sie am Ende eben auch was oder auch zwischendurch, man muss ja auch zwischendurch immer überprüfen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Also funktioniert unsere Strategie beziehungsweise auch die Rahmenbedingungen, die äußeren, immer im Blick behalten, um zu überlegen, müssen wir unsere Strategie vielleicht anpassen? Was vor 3-4 Jahren eine gute Idee war, muss es ja heute nicht mehr sein. Und dann haben Sie eben auch Möglichkeiten zu sehen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Ja. Und wir sind ja jetzt hier und betrachten im Prinzip den Dekan der Zukunft. Was glauben Sie denn, was ist die Hauptaufgabe eines Dekans in dieser ganzen Frage nach einer internationalen Strategie? Der hat natürlich, weil er so in einer Pufferposition ist, mehrere Aufgaben. Zum einen geht es natürlich darum, keine Alleingänge, sondern zu versuchen, das Ganze in der Universität zu verankern, die Vorhaben, die die Fakultät umsetzen will, auch über die Fakultätsgrenzen hinauszuschauen, einfach zu gucken, Mensch, vielleicht habe ich ja Kollegen von einer anderen Fakultät, die haben sowas schon mal gemacht oder etwas Vergleichbares, was haben die denn davon gelernt oder was ist komplett schiefgegangen? Also, dass man auch voneinander lernt und auch schaut, fakultätsübergreifend, wie kann es funktionieren? Und dann ist es auch ganz wichtig, nach innen das zu vermitteln und eben auch die Mitarbeiter, sowohl die akademischen als auch die administrativen, dafür zu gewinnen, sich tatsächlich darauf einzulassen. So. Richtig. Denn natürlich muss man sagen, es gibt natürlich da doch immer wieder Clashes of Culture. Und insofern muss man natürlich auch die Leute mitnehmen, die das dann umsetzen sollen. Somit sind wir dann quasi wieder bei den schönen Aufgaben oder die Dinge, die ein Dean mitbringen muss, was
der Professor Paul vorhin erklärt hat. Genau. Richtig. Genau. Dann vielleicht noch zum Schluss die Frage, was erwarten Sie sich hier von der Konferenz? Also warum denken Sie, bringt Ihnen diese internationale Konferenz etwas? Gut, zum einen ist international ist so mein Steckenpferd, mein Feld. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie es in anderen Einrichtungen weltweit funktioniert, um eben auch die eigenen Strategien nochmal zu überdenken. Denn man kann natürlich zu Hause am Schreibtisch sitzen und sagen, wir möchten jetzt mit dieser oder jenen Region Kooperationen eingehen, wenn man aber gar nicht weiß, wie das System da funktioniert. Was benötigen die, um zum Beispiel ein Double Degree Programm überhaupt auflegen zu können? Was sind deren Voraussetzungen? Wer hat da die Entscheidungskompetenzen? Wenn man die Systeme der anderen nicht versteht, dann steht man mit seiner Strategie ziemlich alleine da und muss eben vielleicht auch feststellen, dass sie nicht funktioniert, weil man die andere Seite nicht genug betrachtet hat. Dankeschön. Bitte.